Willkommen wieder bei Stella Tarot. Ich bin wieder zurück. Ich war erkältet und deshalb konnte ich länger jetzt keine Videos mehr drehen und ich freue mich so, wieder in der Lage dazu zu sein. Also herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Und ich habe euch diesmal wieder ein Pickelcard mitgebracht, diesmal zu dem Thema Dein Leben in 2 Monaten. Wir schauen mal ein bisschen in die Zukunft, was da in den nächsten 2 Monaten auf dich wartet. Und ich habe dir wieder 3 Stapel vorbereitet. Bitte höre da ganz auf deine Intuition, wähle einen oder mehrere Stapel aus. Und ich wünsche dir jetzt auch ganz viel Spaß. Wir beginnen direkt mit Stapel 1. Lieber Stapel 1, herzlich willkommen bei deinem Pick-a-Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Thema Dein Leben in 2 Monaten. Ich bin schon ganz gespannt, was für Botschaften für dich hier bereit gehalten werden von den Spirits. Wir beginnen auch direkt. Du hast einmal von den wunderschönen Maya-Karten den Ton 7 mit Resonant. Der Ton 7 steht für die Intuition, ist ja auch eine ganz spirituelle Zahl, die mit Neptun verbunden wird. Und bei dir geht es darum, dass du in 2 Monaten einen besseren Zugang zu deiner Intuition haben wirst. Vielleicht arbeitest du sowieso gerade schon daran, ja, besser auf deine Intuition zu hören, dass du da vielleicht, ja, vielleicht auch, dass dein Thema ist, dass du gerade viel zum Beispiel mit dem dritten Auge arbeitest, also mit dem Stirnchakra, oder dass du gerade, ja, das Gefühl hast irgendwie, dass du noch mal mehr in deine Gefühlswelt eintauchen sollst. Also, dass dir auch da irgendwie ja, Botschaften gezeigt werden, dass du das irgendwie merkst immer mehr, dass es hier noch mal darum geht, dass du gewisse, ja, Gefühle dir noch mal anschauen darfst. Ich bekomme so bei dir rein, so noch mal in die Tiefe zu gehen, wirklich noch mal reinzugehen. Welche Menschen triggern dich? Was für Situationen triggern dich? Was fühlst du dann? Ich bekomme ja auch so ein bisschen das Thema Wut rein und da wirklich noch mal in die Selbstreflexion mehr zu gehen, weil hier in 2 Monaten möchte hier was abgelöst werden, habe ich gerade gehört. Also du sollst es nicht mehr in dein neues Lebenskapitel mitschleppen und da sind Emotionen in dir, die noch nicht durch alle Prozesse durchgegangen sind und so in eine geheiltere Form gehen können. Wow. Okay, und das hat aber auch was wirklich damit zu tun, mit anderen Menschen, aber auch mit Situationen, vielleicht auch mit deinem Lebensstil und dass du da wirklich noch mal in dich gehst und vielleicht auch wirklich mal, ja, öfter noch mal mit dem dritten Auge oder mit dem Stirnchakra arbeitest, da noch mal Meditation machst und wirklich einen besseren Zugang zu deiner Intuition, also zu deiner Seele bekommst, was die dir wirklich sagen möchte. Und ich bekomme hier so ein bisschen bei dir auch rein, dieses, dass die dir viel stärker sagen möchte, aber du das nicht immer hörst, wer oder was etwa, also für dich ist und wer nicht. Und das besser unterscheiden zu können und dann sich wirklich auch mehr darauf zu fokussieren, was wirklich dein Weg ist, und es ist egal, ob es beruflich ist, was wirklich, wo deine Seele vor Freude springt, oder was es für Menschen sind, mit denen du dich umgibst, oder was es für Tiere sind, oder was es einfach auch für Orte sind. Ne? Also egal, ob es jetzt ein Arbeitsplatz ist, ein bestimmter, oder Wohnungen oder Häuser von anderen Menschen, Orte, wo du immer hingehst, dass du wirklich mal in dein Gefühl mehr reingehst und nochmal für dich reflektierst, fühle ich mich an diesen Orten eigentlich wohl? Gehöre ich hier wirklich hin oder gehe ich hier an Orte, obwohl ich merke, dass ich mich mit den Menschen dort oder mit wirklich auch den Gebäuden gar nicht wohlfühle, aber ich unterdrücke meine eigene Intuition aus dem und dem Grund. Wow, okay, wir schauen weiter.
Du hast hier den König der Münzen. Und das ist so deine Energie, die ich da mehr reinbekomme in Bezug auf, es geht hier um deinen Selbstwert. Es geht auch darum, dass du in 2 Monaten nochmal ein anderes Verständnis bekommst zum Thema Ressourcen. Und damit meine ich nicht nur Geld, also Geld ist natürlich die eine Sache, dass du da auch nochmal in 2 Monaten anders darüber denkst. Vielleicht ist das auch gerade ein Thema, womit du dich sehr intensiv beschäftigst mit Manifestieren oder auch wirklich, dass du ein Armutsgelübde ablegst. Das bekomme ich auch für jemanden hier rein, dass das nämlich ein Thema ist, dass du vielleicht das auch schon länger weißt, dass du in früheren Leben ein Armutsgelübde abgelegt hast und deshalb auch in diesem Leben immer wieder Probleme hast, genügend Geld für deine Bedürfnisse anzuziehen. Es ist auch so ein Thema, aber es geht hier nicht nur um das Geld, es geht ja auch generell um materielle Güter, generell um deine Bedürfnisse, die du eben mit Geld dir erfüllen kannst, weil du sie halt eintauschen kannst. Jetzt egal, ob das ein bestimmtes Zuhause ist, egal ob das Hobbys sind, die du hast, ob du gewisse Freizeitaktivitäten machen möchtest, die du aber, wo du nicht genügend Geld dann für hast, oder ob es Seminare sind, ob es gewisse Ausbildungen sind, ob es Weiterbildungen sind. Es ist egal, für jeden von euch ist es was anderes, aber wenn du immer das Gefühl hast, das, was ich eigentlich alles machen möchte, aber Geld ist immer der Grund, es nicht machen zu können, dann ist da ein Armutsgelübde dahinter oder ein begrenztes Mindset im Sinne von, ich bin nicht gut genug und deshalb habe ich auch nie genug. Und dass du da vielleicht noch weiter dran arbeiten bist aktuell für manche, und für andere ist das, in den nächsten 2 Monaten werdet ihr euch vermehrt darum kümmern, weil in 2 Monaten ihr in dieser Thematik in einem anderen, ihr sollt auf einem anderen Level sein, habe ich gerade gehört. Auch im Thema Selbstwert und auch im Thema Ressource im Sinne von deine Zeit. Dass du da auch nochmal wirklich in dein Leben schaust und schaust, wem oder was schenke ich meine Zeit, und das daraus erwächst nichts. Das ist verschwendete Energie, die ich da betreibe. Und da wirklich nochmal reinzugucken in all deine Lebensbereiche. Sind es Menschen, wo du rein investierst, wo du aber nie etwas zurückbekommst, oder wo du das Gefühl hast, es ist immer nur ein einziger Kampf und das, was ich zurückbekomme, sind Konflikte, sind Kritik, anstatt irgendeine Bereicherung oder Wachstum? Ist es ein Job, wo ich immer nur rein investiere, aber da überhaupt nichts raus zurückkommt, ich keine Erfüllung empfinde oder oder auch einfach das Geld überhaupt nicht stimmt, guck es dir an. Und genauso wie, ich habe ja auch gerade gehört, es kann auch für jemanden eine Diät sein, eine Art, wie du deinen Körper behandelst, dass das auch irgendwie nicht erfolgreich ist, du aber das Gefühl hast, ich stecke da Energie rein und ich mache. Vielleicht sind das auch gewisse Sportarten, eine gewisse Ernährungsweise, was auch immer es ist. Geh da in deine Selbstreflexion, schau es dir an, weil hier möchte ein anderes Level von Intuition und Selbstwert gelebt werden. Und in 2 Monaten möchte deine Seele dich dahin bringen, dass du nachhaltiger mit deinen Ressourcen umgehst. Das bedeutet mit deiner eigenen Energie, mit deiner eigenen Zeit, mit deinem Geld, mit deinen materiellen Gütern, mit deiner eigenen Gesundheit, mit dem Akt auch wirklich, wie du Selbstliebe lebst. Und das soll da nochmal verändert werden in einer, ich habe gerade gehört, in einer liebevolleren Form und auch einer nachhaltigeren Form. Und hier ist auch was mit kluge Investitionen zu tätigen in dich und dein Leben. Und hier kommt aber der Schlüssel, was aber einen positiven Effekt auf die Menschheit hat. Was nicht nur alleine für dich ist, also es ist auch für dich und es macht dich auch selber glücklich, aber du machst es auch im Hinblick, weil du weißt, dass du dadurch auch anderen Menschen helfen kannst. Wow, schauen wir weiter. Du hast hier die Luft mit, dass es darum geht, dass du flexibel bleibst, dass dein
Ja, dass du sehr objektiv bist und dass es weiterhin geht, dass du was lernst. Die Luftenergie wird den Zwillingen, den Wagen und den Wassermännern zugeordnet. Vielleicht bist du eins dieser Sternzeichen oder hast eine bestimmte Besetzung. Vielleicht ist dein Aszendent da drin, dein Mond, deine Venus. Kann andere, also mehrere Planetenbesetzungen sein. Du musst es nicht als Sonnenzeichen sein. Und das kommt jetzt nochmal rein, dass du objektiv bleibst. Und irgendwie bekomme ich das auch in Bezug auf andere Menschen hin, dass vor allen Dingen in Bezug auf Familie, vielleicht ist da irgendein Thema, wo du ja eine schwierige Zeit vielleicht mit gewissen Familienmitgliedern hast und wo es darum wirklich geht, in die Objektivität zu gehen und zu sagen, wenn diese Menschen oder dieser eine Mensch nicht meine Familie, also nicht zu meiner Familie gehören würde, hätte ich dann noch was mit demjenigen zu tun, so wie der oder diejenige ist, würde ich das als eine bereichernde Verbindung ansehen oder nicht? Das ist so das eine, was ich reinbekomme. Das andere aber auch in Bezug auf Berufsleben. Auch da, manche von euch sind vielleicht jetzt auch in den nächsten 2 Monaten dabei zu lernen. Vielleicht hast du auch eine Prüfung in den nächsten Monaten. Auch da, für dich wirklich reinzuhorchen, da sind wir wieder in der Intuition, aber auch wieder im König der Münzenenergie. Ist das, was du da tust, wirklich das Richtige? Geht dein Herz dabei auf, während du lernst? Geht dein Herz dabei auf, wenn du dich darauf vorbereitest, wenn du dich für diese Ausbildung, für diesen Job, für diese Weiterbildung entscheidest? Oder tut es das nicht? Und damit hast du schon eine riesige Antwort. Ist es das wert, was du da alles rein investierst für dich und deine Lebensfreude? Und noch viel, also und natürlich auch noch Schrägstrich, dient es auch der Menschheit? Dient es auch anderen Menschen, was du da tust? Führt es dazu, dass du auch zur Heilung des Kollektivs beiträgst? Ich weiß nicht, warum das hier so ein großes Thema für jemanden ist, aber anscheinend jemand, der diesen Stapel schaut, hat anscheinend hier auch die Mission, wirklich das Kollektiv zu heilen. Und warum das auch so einen großen Stellenwert hat, dass es in der einen Hinsicht um dich und deine Lebensfreude und deine Mission natürlich geht und deinen individuellen Lebensweg und du deine Bedürfnisse erfüllst, aber in anderer Hinsicht hat es bei dir auch immer was damit zu tun und hier ist das sehr ein starker Fokus, dass du damit auch dem Kollektiv hilfst, der Menschheit hilfst, der Erde hilfst. Wow. Schauen wir weiter. Wow, ja, und das hast du jetzt hier schon mit der Intuition gehabt. Bei dir geht es nochmal darum, tief zu tauchen in den nächsten 2 Monaten. Also vielleicht gehst du auch wirklich tauchen. Ich schreibe es mir in den Kommentar. Hier geht es darum, dass du nochmal deine wahren Motive herausfindest und dass du dich von etwas oder jemanden, habe ich gerade gehört, befreist, was dich zurückhält. Und das kann ja wirklich auch ein großes Thema, was ich hier reinbekomme, Kritik, Selbstvertrauen, das untergraben wird von gewissen Menschen, von gewissen Jobs, und dass du da wirklich den Mut aufbringst und dich davon befreist. Und deshalb ist aber auch diese Objektivität bei dir so wichtig, um selber deine karmischen Bänder und Verstrickungen, die du mit manchen Menschen hast oder die du vielleicht auch mit einem bestimmten Job hast, da wirklich zu durchdringen und dich selber zu entlarven, was du dir da irgendwie für Lügen erzählst oder weil du wieder ein People-Pleaser bist und irgendwie keinen verletzen möchtest, was du tust, mit wem du dich umgibst oder in was für einer Situation du bist, die dich überhaupt nicht glücklich macht, weil eigentlich deine Seele dir die ganze Zeit sagt, ey, es ist Zeit zu gehen, was tust du hier noch, weil das fühlt sich nicht gut an. Ich zeig dir eigentlich schon länger, dass du Energie oder Geld oder weiß ich nicht, vielleicht auch andere materielle Dinge oder deine eigenen Nerven, deinen eigenen Frieden, was auch immer es ist, in etwas rein investierst, wo nicht das zurückkommt, was ein Gleichgewicht herstellen würde. Ganz davon abgesehen mal, dass es dich überhaupt nicht glücklich macht, aber jetzt auch mal wirklich wenn wir in Energien sprechen, dass da auch einfach nicht die gleiche Energie zurückkommt, die du da rein investierst. Und das
will dir deine Seele wirklich zeigen, dass das nicht mehr dein Weg ist, weil das, wenn du diesen Weg weitergehst, ist es der Weg weiterhin der Enttäuschung und des Misserfolges. Und die Frage ist jetzt, also für mich ist es auch so ein bisschen, du stehst dann an einer Kreuzung auch mit diesen zwei Punkten, die hier sind. Und du kannst jetzt für dich entscheiden, möchte ich jetzt mein Leben so weiterführen, weil wir haben riesig krasse Energien. Ihr wisst das, ich erzähle das öfter, dass wir ab Mitte November gehen wir für 20 Jahre ins Wassermann-Zeitalter und das ist ein riesiger Change für die ganze Menschheit. Und auch da für dich natürlich, also im Kollektiv ist es eine große Veränderung, aber für dich individuell auch. Und die Frage, die du dir halt stellen darfst, ist meine Zukunft, möchte ich den Weg weiterhin gehen von Enttäuschungen, davon, dass ich meine Energie und Zeit und mein Geld, was auch immer, in das Falsche investiere, wo nichts bei rauskommt, wo die, ja, wo eine Blume auch einfach nicht zum Blühen kommt, und möchte ich das Gefühl weiter von Misserfolgen haben, von Enttäuschungen, von Verletzungen, oder möchte ich mich halt anders entscheiden und mich von etwas befreien, was mich zurückhält, ob das jetzt ein eigenes Mindset natürlich auch ist oder ob das auch andere Menschen sind, die dir immer weiterhin einreden, dass du nichts kannst oder dass du nichts bist oder dass das zu schwer für dich wäre oder dass es normal ist, im Leben unglücklich zu sein. Also das ist ja eine Attitude von vielen Menschen auch zu sagen, ja, das ist halt die Normalität, das Leben ist hart, das Leben ist furchtbar, das Leben ist anstrengend, es ist normal, verletzt zu werden, es ist normal, keinen Erfolg zu haben, es ist normal, dass man immer in seiner Komfortzone bleibt, weil man kann sie ja nicht durchbrechen und oh Gott, Veränderungen sind auch das Allerschlimmste im Leben, wir bleiben lieber da, wo wir sind und was wir kennen. Das ist alles ein Mindset, was weit verbreitet ist, aber die Frage ist halt, möchtest du da drin bleiben oder da du auf diesem Channel bist, möchtest du das nicht? Sonst würdest du dir das, glaube ich, hier nicht anschauen und mit mir auch nicht connecten. Sondern es geht ja darum, dass du einen anderen Weg wählst, dass du den Weg des Erfolges wählst, dass du den Erfolg, den Weg der Liebe wählst und nicht den der Angst. Und hier ist etwas, dass du dich mit Situationen umgibst oder mit einer bestimmten Situation oder mit einem bestimmten Menschen oder mit einer Menschengruppe, die nur ihr Leben durch Angst lebt, durch die Brillengläser im Endeffekt der Angst. Und du hast, also ich bekomme hier so rein, du bist an einem Scheideweg jetzt, wirklich an einer Kreuzung, weil du mit diesen Menschen auf einer Ebene connected hast, weil du dir selber nicht zugestanden hast oder es vielleicht auch jetzt noch immer nicht machst, aber das möchte sich in den nächsten 2 Monaten ändern, dass du dir nicht zugestanden hast, das Beste zu wollen, das Beste verdient zu haben, dass du eine natürliche Führungspersönlichkeit bist, dass du in deinem sozialen Umfeld oder im beruflichen Umfeld Unglaubliches erschaffen kannst, dass du mutig genug bist, um aus der Komfortzone rauszugehen, dass du jemand bist, der intelligent genug ist, um wirklich krass sich in diesem Leben hier zu entwickeln, Persönlichkeitsentwicklung, das ist für dich im Endeffekt wie die Luft zum Atmen und das ist aber dann bei diesen Menschen oder bei den Menschen, mit denen du dich vielleicht in der Vergangenheit oder bis heute noch umgibst, bei manchen einfach nicht der Fall. Die haben einen anderen Lebensweg als du und vielleicht fühlst du dich auch deshalb in vielen Situationen mit anderen Menschen ziemlich alleine oder halt sehr fremd, sehr andersartig, weil du dem entwachsen bist. Und das ist vielleicht etwas, was du gerade auch merkst, dass du Menschen und Situationen eben vielleicht auch einen Job oder Freundschaften oder Familienmitgliedern oder auch einem Zuhause entwächst, weil das nicht mehr für dich passend ist. Weil du einfach merkst, ich habe mich verändert und ich möchte im Leben noch mehr als das. Also das ist auch etwas, was man ganz oft ja hört, das ist auch etwas, was mich immer geprägt hat, was ich auch selber irgendwie nie, lange Zeit überhaupt nicht gemerkt habe. Ich habe immer so gedacht oder es auch ausgesprochen, ja, aber ich möchte mehr als das. Und das hat mich halt auch immer angetrieben, mutige Entscheidungen zu treffen, dieses, ja, das kann es nicht gewesen sein, ich möchte ja mehr als das. Und das bekomme ich irgendwie so bei dir gerade rein, dass das ein riesiges Thema der nächsten 2 Monate ist, so dieses, ich möchte mehr als das, das kann es nicht
gewesen sein. Aber das bedeutet natürlich auch, tief zu tauchen, in deine Emotionen reinzugehen, ganz tief in dich zu gehen und zu sagen, okay, was möchte ich denn? So, was, wo, wer oder was ist denn meine Zeit wert? Wo möchte ich meine Energie reinstecken? Was möchte ich auf dieser Erde verändern? Was möchte ich für mich hier leben, aber was möchte ich hier auch für das Kollektiv tun? Wow. Schauen wir weiter. Ja, und du hast Medusa in. Ich hatte ja eh schon das Gefühl hier mit der Wut. Hier ist ein Wutthema. Ich umarme meine Wut, denn sie ist ein wertvoller Teil von mir. Vielleicht hast du sowieso eine besondere Verbindung zu Medusa oder die Geschichte von Medusa hat dich schon immer inspiriert oder sehr beeindruckt. Das kann es natürlich auch sein. Ich kann dir nur empfehlen, wenn du dich mit der Geschichte von Medusa nicht wirklich gut auskennst, wirklich viel über sie zu lesen. Es ist eine beeindruckende Geschichte. Die Medusa-Energie, ich habe mich vor Jahren damit beschäftigt und die Medusa-Energie ist für mich eine krasse Schutzenergie, vor allen Dingen für die Frauen. Es gibt diesen Medusa-Blick und der beschützt dich davor und vielleicht bist du jemand, der diesen Medusa-Blick auch ganz natürlich in sich trägt, dass du manchmal sehr kritisch, ich nenne das ja auch gerne abgefuckt, dass du halt so gucken kannst, ja, vielleicht auch böse ab und an mal gucken kannst, obwohl du das gar nicht meinst, obwohl das oft sogar ein Blick ist, wenn du konzentriert bist. Das kann auch sein, vielleicht findest du dich darin wieder oder dass du dich manchmal selber erschreckst eigentlich über deinen eigenen Blick, dass der manchmal, also ja, vielleicht wirklich distanzierter, kühler oder böser mal aussehen kann, als du es überhaupt je für möglich gehalten hast oder es je wolltest. Ich kann dir nur eins sagen, erschreck dich darüber nicht, freu dich, wenn du diesen Blick hast, weil dieser Blick führt dazu, dass du beschützt bist. Er führt dazu, dass wenn du in einer Menschenmenge bist, dass Menschen, die keine guten Intentionen haben, die sehr lowe Energie haben, schlechte Energie haben, dich einfach in Ruhe lassen. Und es ist wie ein Schutzschild. Das ist eine von Medusa, aber schau dir gerne die Geschichte von ihr sonst noch an. Medusa ist ja auch jemand, der völlig falsch verstanden wurde, wie ganz viele Frauenbilder, die einfach so falsch dargestellt wurden, dass sie angeblich böse wären, weil sie von Anfang an böse waren. Medusa wurde was ganz Schlimmes angetan, warum das überhaupt passiert ist, warum sie so verhext wurde, ja, die konnte überhaupt nichts dafür, aber schau es dir gerne an, es ist eine spannende Geschichte und vielleicht ist auch eine Schlange für dich, hat eine große Bedeutung. Für mich ist es jetzt hier, du bist gerade in einem absoluten Transformationsprozess und du versuchst jetzt in den nächsten 2 Monaten, und das wirst du auch erfolgreich schaffen, eine Haut von dir, eine Schicht von dir abzustreifen und nochmal ein neues Ich zu gebären, indem du wirklich noch liebevoller mit dir und deinen eigenen Ressourcen umgehen wirst und einen besseren Zugang zu deiner Intuition gewinnen wirst. Schauen wir jetzt in mein neues Orakel. Ich liebe es. Ich habe es mir als eigenes Geschenk gemacht. Das ist das Wealthy Woman Orakel. Ich habe mich direkt schockverliebt. Wir schauen mal, was es da gibt. Du hast hier, ja, dass du halt wirklich der Giver bist, also die Gebende. Und das ist hier, wow, und du hast hier auch so Angel-Vibes. Also es kann wirklich sein, dass du selber eine Engelfrequenz in dir trägst, dass du sehr verbunden mit Engeln bist. Also dass du das eine. Das andere ist, dass du eine sehr gebende Kraft bist und das ist hier verbunden mit diesem People-Pleasing. Ich glaube, dass du hier noch weiter Grenzen ziehen darfst, emotionale vor allen Dingen, mit Menschen, die versuchen, über deine Grenzen hinauszugehen. Und ja, hier kommen viel auch Familien-Vibes rein, aber das kann auch in Bezug auf eine Partnerschaft sein. Das kann dir auch in romantischen Verbindungen passiert sein, dass du eher, ja, narzisstische Verbindungen halt auch hattest, weißt, was das ist, dass man im Partner-Zist-Spiel, ich habe da auch extra eine Legung für, also falls das ein großes Problem bei dir ist, buch gern meine Legung, da habe ich ein Coaching mit verbunden, ich kenne die Thematik, ich habe da durchgearbeitet und ich weiß,
wie schwierig das sein kann, wie herausfordernd, aber später auch, was das für eine unglaubliche Wachstumschance bereithält, wenn man das alles durchschaut hat. Dann bist du als Empath danach so viel stärker, es ist unglaublich. So, und diese gebende Kraft hat jetzt halt zwei Seiten. Das eine ist, weil du ein Giver bist, hast du hier auch diese Mission, anderen Menschen zu helfen und zu heilen. Und das fühlst du natürlich und deshalb hast du das auch immer natürlich getan. Du hast es gar nicht in Frage gestellt. Du hast einfach bis zu dem Punkt, wo du mal richtig schlimme Erfahrungen mit einem Narzissten gemacht hast, hast du einfach gegeben. Du hast es nicht in Frage gestellt, du hast jedem Menschen vertraut, du hast jedem Menschen immer nur das Gute drin gesehen, weil das einfach deine natürliche Ursprungskraft ist, weil bei dir auch so Engelfrequenzen ja durch deine Adern laufen, weil du mit denen verbunden bist, weil du für die, ja, ich bekomme es rein, weil du mit denen auch zusammenarbeitest, weil du so jemand bist wie ein Erdenengel, der hier eben auf dieser Erde auch unglaublich viel Gutes tun soll. Aber was hier diese riesige Lehre ist, und da darfst du wohl noch tiefer jetzt reingehen, dich hat es aber unglaublich wütend gemacht, dass es Menschen in deinem Leben gab, die das schamlos ausgenutzt haben. Und das ist privat wie beruflich. Ich kenne viele Geschichten natürlich auch von meinen Kundinnen und von euch hier und meinen Kunden, auch die Männer nicht vergessen. Ich weiß, dass euch das auch passiert ist und das macht euch wütend. Das macht euch wütend im Sinne von, weil ihr wütend auf euch selber seid, das mit euch habt machen lassen und weil ihr natürlich auch wütend seid, dass es Menschen gibt, die das tun. Aber aus dieser Wut müssen wir rausgehen, weil wir dieses Spiel ja spielen wollten, und zwar beide Seiten. Der Empath wollte das Spiel spielen, der Narzisst genauso. Und was ist der gemeinsame Nenner? Es geht darum, dass der Empath lernt, gesunde Grenzen zu setzen und der Narzisst lernt, gesunde Grenzen einzuhalten, die ihm gesetzt werden und dann nicht mehr drüber zu laufen. So, und das ist halt genau das, was ich hier so sehe. Deine Blüte ist, also sie ist ja hier noch zu, und ich habe aber das Gefühl, in 2 Monaten öffnet die sich immer mehr, weil du das als deine absolute Gabe siehst, aber jetzt innerhalb der nächsten 2 Monate nochmal gesunde Grenzen setzen wirst, das Thema Wut behandeln wirst, ich kriege auch das Thema Schuld rein, dass du auch das auflöst, weil das hat mir eine richtig kluge Frau gesagt, Schuld ist eine absolut verschwendete Emotion. Schuld bringt dich einfach nicht weiter. Schuld bringt niemanden weiter, außer dass sie dich klein hält. Dass sie dich klein hält, dass andere Menschen Macht über dich haben und du wieder keine Kontrolle und keine Macht über dich und dein eigenes Leben hast, weil du dich in Bezug auf irgendwelche anderen Menschen schuldig fühlst oder weil du dich in Bezug auf einen Arbeitgeber schuldig fühlst oder was auch immer. Es geht hier wirklich darum, das in die Erlösung zu bringen, in die Vergebung reinzugehen und wirklich ja neu ein neues Mindset aufzubauen. Du bist schuldenfrei, du schuldest nichts und niemanden etwas. Du bist ein wundervolles Wesen. Dieses Thema Wut zu bearbeiten, auch da wirklich zu sagen, Wut darf gefühlt werden, aber dann eben auch wieder losgelassen werden, weil wenn du auf Dauer Wut gegenüber dich oder anderen empfindest und das ständig und das sich wie, also ich kriege hier schon gerade so rein, dass es wie so ein Klumpen in deinem Magen schon ist, der dich einfach nur belastet. Es ist genau das, es belastet dich, es ist ein Gepäck, was du mit dir schleppst, was dich nicht weiterbringt. Und da darfst du reingucken, weil da, wo du hinkommen sollst mit dem König der Münzen, es kann auch sein, dass ein Mensch in deinem Leben schon ist oder einer auch in den nächsten 2 Monaten in dein Leben tritt, der dir das auch zeigt, der das auch dir nochmal mehr vorlebt, wie man gesund mit seiner Energie oder mit seinen Ressourcen auch wirklich von Zeit oder auch von Geld umgeht. Und dass du eben dir selber gibst im Gleichgewicht und auch anderen. Und dass da nicht mehr diese komische Disbalance herrscht von du gibst, du gibst, du gibst und es kommt überhaupt nicht im gleichen Maße zurück. Weil hier der Schlüssel ist, wenn du über genügend Ressourcen verfügen möchtest, um deine Bedürfnisse zu leben und dir ein Leben aufzubauen, was dich glücklich macht, was auch immer das für dich bedeutet, dann musst du aus dem Geben
mehr ins Nehmen reinkommen. Du musst in die Empfangsenergie kommen. Und da du so ein natural giver bist im Endeffekt, du beherrschst Geben bis par excellence, würde ich sagen. Aber das, was du lernen darfst, ist halt das Annehmen. Und das ist etwas, was mehr kommen darf. Dass du lernst, mehr anzunehmen, dass du das dann ausgleichst und dass dadurch auch auf einmal du deine Energie besser investierst, smarter investierst, deine Ressourcen von Zeit, von Geld besser investierst und deshalb auch im Gleichklang wieder was zu dir zurückkommt und du im Lebensfluss bist. Solange du aber viel zu viel im Geben bist, bist du nicht im Lebensfluss, weil du dich vom Annehmen abschneidest. Und das ist hier ein riesiges Thema. Wow, schauen wir noch. Und was findest du dann, dein Soul Tribe? Mit der Nummer 8 auch nochmal, es ist jetzt auch August, vielleicht findest du auch den ein oder anderen Seelengefährten, egal jetzt ob freundschaftlich oder romantisch oder auch beruflich, schon im August, dass du da neue Menschen kennenlernst. Wegen der 8 jetzt auch hier. Aber auch in 2 Monaten kommt, wirst du jemand Neues kennenlernen. Egal, ob es jetzt romantisch oder freundschaftlich ist, was auch immer du suchst oder ein beruflicher neuer Kontakt, weil du einen neuen Job suchst. Es warten Seelengefährten auf dich, die wirklich zu deiner Soul Family gehören, aber die können nur reinkommen, indem du dich von etwas befreist, von dieser Wut, von einem Schuldthema, vielleicht auch von einem gewissen Menschen, von mehreren Menschen, von einer beruflichen Situation, weil sie deinen Selbstwert kaputt machen. Und es ist in deiner Verantwortung, das mit dir so nicht mehr machen zu lassen, um wieder eine Frequenz, also ein Frequenz-Update zu bekommen, so dass du wieder auf einer anderen Schwingung bist und andere Menschen auch auf einer höheren Schwingung in dein Leben treten können. Und mit einer höheren Schwingung geht es nicht nur um Menschen, es geht auch um Ressourcen. Denn dann können auch andere Arten von Ressourcen oder höhere schwingende Ressourcen zu dir gelangen, weil du im Annehmen bist. Wow, lieber Stapel 1, ist ja alles explodiert, super langes Reading. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich über dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Ich freue mich riesig, wieder zurück zu sein und wieder für euch was tun zu können mit meinen Readings. Ich schicke dir ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal. Lieber Stapel 2, herzlich willkommen zu deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Leben in 2 Monaten. Wir schauen in die Botschaften. Du hast Hestia mit innerer Tempel. Ich kehre heim in meinen inneren Tempel. Hier komme ich vollständig bei mir an. Hestia zeigt sich in meinen Legungen aktuell super oft. Und hier geht es um 2 Themen. Einerseits um deinen Körper und andererseits um das Thema Zuhause. Es kann sein, dass du in den nächsten 2 Monaten dich mit diesen Themen wirklich vermehrt auseinandersetzt, mit was ist für mich ein Zuhause, in dem ich mich wohlfühle. Vielleicht ist es auch bei manchen von euch wirklich, dass ihr das Gefühl habt, da wo ich gerade lebe, das ist es irgendwie nicht mehr und ihr schon dabei seid, auch zu planen, ein neues Zuhause für euch zu finden. Also dass das einfach gerade ein großes Thema ist oder dass du dein Zuhause am Umgestalten bist, wenn du jetzt vielleicht nicht so ganz eine große Veränderung möchtest. Das ist auch hier für den einen oder anderen, dass du vielleicht wirklich das Gefühl hast, ich möchte hier renovieren oder ich möchte was umbauen, ich möchte was anders dekorieren oder ich möchte andere Möbel haben. Ich brauche irgendwie ein Update, weil das, wie es jetzt vielleicht auch einfach eingerichtet ist, nicht mehr dem entspricht, wer ich jetzt bin, weil du eine Transformation durchmachst oder durchgemacht hast. Das ist eine und das andere ist dein Körper. Es kann sein, dass du mit einer Krankheit zu kämpfen hast oder dich länger erschöpft gefühlt hast und dass das langsam jetzt in den nächsten 2 Monaten aber immer mehr die Kraft zurückkommt und du immer mehr merkst, ich habe da was überwunden. Oder dass du vielleicht auch Ziele hattest körperlich, also für manche vielleicht auch ernährungstechnisch oder vielleicht auch gewichtsmäßig, vielleicht willst du abnehmen oder zunehmen. Oder vielleicht einfach hast du das Gefühl, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte, dass mein Körper ein bisschen anders aussieht, ich möchte mehr Muskeln aufbauen oder ich möchte, dass es ein bisschen straffer aussieht. Ich bekomme ja auch so ein bisschen Schönheits,
Dinge rein, also für den einen oder anderen vielleicht sogar auch eine Schönheits-OP, wenn das was ist, dass du da einfach wirklich ja mit dir und deinem Körper im Reinen sein möchtest. Und da bitte hör da halt auch einfach ganz auf dein Herz, auf deine Intuition, weil für jeden ist Schönheit was anderes und du musst für dich wissen, ob du eine OP machen möchtest oder ob du irgendeine kleine Veränderung machen möchtest. Es muss ja auch keine OP sein, aber vielleicht möchtest du halt irgendwas Kleines verändern, vielleicht möchtest du die Augenbrauen machen lassen, vielleicht möchtest du deine Haarfarbe verändern, was auch immer es ist, oder dich einfach anders ernähren, vitaminreicher, gesünder, was es auch immer ist. Hier ist auf jeden Fall ein Thema mit dem Körper und für andere ist es halt also wirklich, dass du körperliche Einschränkungen hast, Probleme hast, weil du mit Krankheiten oder einer Krankheit zu kämpfen hast und deshalb vermehrt auf deinen Körper achtest. Und ich bekomme ja aber so, ja, das Gefühl so rein, dass das in 2 Monaten du auf eine andere, also auf einem anderen Heilungslevel stehst, dass manche von euch wirklich das auch überwunden haben, für andere nicht komplett überwunden, aber dass du merkst, doch, es geht bergauf, mir geht es besser, weil ich mir aber jetzt auch, ja, vielleicht auch manche Dinge anders mache oder mir auch die Ruhe gönne, die mein Körper auch wirklich braucht. Und das bekomme ich für manche auch so rein, dass du dich so erschöpft gefühlt hast und vielleicht auch deinem Körper nicht immer die Ruhe gegeben hast, wonach er eigentlich verlangt hat. Und was für dich gut wäre, ist vielleicht, wenn du so Feuerrituale machst. Ich bekomme ja auch irgendwie so das Bild rein, es wäre super empfehlenswert, wenn du in den nächsten 2 Monaten wirklich mal Wünsche aufschreibst, die du hast und sie in einer Feuerschale verbrennst. Ich weiß nicht, wieso ich das reinbekomme, weil es sind keine Rauhnächte, es ist auch jetzt nichts Besonderes an einem Fest, warum man das tun sollte, aber irgendwie bekomme ich diesen Vibe für den einen oder anderen rein, dass es für dich empfehlenswert wäre, das zu tun. Und irgendwie mehr auch, wenn du es nicht eh schon machst, dich mit dem Element Feuer zu verbinden, dass du öfter auch Kerzen anhast, das bekomme ich auch so rein. Vielleicht auch, dass du meditierst, während du eine Kerze anhast. Also hier ist so ganz viel Feuerelement. Vielleicht bist du auch Löwe, Schütze oder Widder und das ist sowieso dein Element. Ja, aber hier ist was mit dem Feuerelement, weil hier geht es darum, dass du wieder mehr deinen eigenen inneren Funken entfachst. Wow, okay, schauen wir weiter. Du hast den weißen Hund aus diesem wunderschönen Maya-Orakel. Ich bin immer noch so dankbar dafür, dass es mir geschenkt wurde. Ganz lieben Dank nochmal. Hier geht es um bedingungslose Liebe. Also vielleicht hast du auch einen Hund, dann ist das ja auch nochmal die Bestätigung, das ist hier dein Reading. Vielleicht ist dein Krafttier auch der Wolf, dann ist auch das hier die Bestätigung. Mit dem weißen Hund von dem Maya-Orakel geht es wirklich darum, in die Welle der Liebe zu gehen. Noch mehr wirklich in allem, was du tust, es mit Liebe zu machen. Und das auch also für dich zu leben. Und deshalb ist es vielleicht auch so wichtig, wirklich hier nochmal Thema Selbstliebe in Bezug auch auf deinen Körper, Selbstliebe in Bezug auch auf dein Zuhause, das so zu gestalten und da auch so zu leben, wie du es möchtest, halt auch Störenfaktoren auszuschalten, dir über, zu überlegen. Also ich bekomme ja so viel Friedensenergie rein. Hier geht es so um Harmonie und um Frieden und um Liebe. Und dass dein Leben und deine Seele möchte dich dahin bringen, dass du in 2 Monaten ein noch friedvolleres und harmonischeres, liebevolleres Leben lebst als bisher. Und ich bekomme ja auch so rein mit dem Traumfänger, das ist auch eine Botschaft für den einen oder anderen, dass du dir einen neuen Traumfänger kaufst, dass das wichtig für dich ist. Oder einen selber machst, vielleicht machst du auch selber Traumfänger, das ist ja auch eine Bestätigung. Oder sonst, dass du dir einen kaufst, weil der für dich wichtig ist, für deine Energie. Traumfänger stehen ja auch dafür, schlechte Träume einzufangen, egal jetzt, ob du daran glaubst oder nicht. Es hat für dich eine Bedeutung. Es kann aber auch sein für manche, dass der Traumfänger an sich eine Bedeutung hat, wenn du irgendwo jemanden siehst, also wenn du einen Traumfänger irgendwo siehst, dass das für dich ein Symbol sein soll. Das Universum möchte dir damit was sagen. Wow. Okay, schauen wir weiter.
Du hast dir den nah und bei dir in 2 Monaten beginnt für dich ein Neuanfang. Und ich bekomme das bei dir aber so ganz energetisch rein. Deine Aura verändert sich. Ich habe ja auch gerade gesehen, dass für manche wirklich die Aura in dieses hell, ganz hell rosa, lila, weiß mit Gold und Silberpartikeln wie das Kronenchakra. Du bekommst dann Level Up im Kronenchakra. Wow. Warum du dich connecteder fühlst, auch mit dem ganzen Universum. Vielleicht möchte auch wirklich das Krafttier Wolf in dein Leben treten. Ich bekomme ja auch so ein bisschen Schamanen-Vibes rein. Vielleicht ist es auch ein Thema, was dich unglaublich interessiert oder wo du dich in 2 Monaten anfängst, mit auseinanderzusetzen, wo du vielleicht auch ein Seminar machst, eine Ausbildung drin machst. Manche von euch aber, ihr seid da auch schon drin oder habt eine Ausbildung längst absolviert, aber dass in der Zukunft Schamanismus für euch eine große Rolle spielt, connected zu sein mit der Natur. Wow. Ja, und hier wartet auf dich ein ganz neues Abenteuer. Wir schauen mal, womit das was zu tun hat. Du hast hier das Quadrat mit einer eine herausfordernde Situation und einen Berg, den du besteigst. Und das bekomme ich rein. Das ist das, was du in den nächsten 2 Monaten oder wo du gerade schon drinne bist. Du hast mit einer Herausforderung gerade zu kämpfen, beruflich oder privat. Und du hast das Gefühl, und das ist das, was auf dich wartet in 2 Monaten. Du fühlst jetzt schon eine Veränderung, aber gerade sind da noch so viele Fragen mit, wie komme ich dahin? Das und das liegt irgendwie gefühlt dazwischen. Hier ist eine Blockade. Ich weiß nicht genau, wie ich das umsetzen soll. Ich weiß nicht genau, wie ich jetzt vielleicht beruflich weitermachen soll, was für ein neuer Job auf mich wartet. Und du merkst aber vielleicht, dass etwas ja nicht mehr so weitergehen kann. Für andere ist das privat, dass du das Gefühl hast, so wie ich lebe, das ist es nicht mehr. Oder die Beziehung, in der ich lebe, das ist es nicht mehr. Oder die Freundschaft oder die Art irgendwie, gewisse Menschen in meinem Leben, wie ich mit denen bin, irgendwas stimmt hier nicht mehr. Oder mein Lebensstil oder also irgendwas ist da, wo du das Gefühl hast, das passt nicht mehr und es fordert mich aber heraus und ich möchte einen Neuanfang und dieser Neuanfang kommt in 2 Monaten und hier geht's wirklich darum, das ist die Botschaft für den einen oder anderen von euch, halte durch, du wirst das schaffen, hab Vertrauen und kümmere dich, um deinen Körper, um deine Selbstliebe, sei liebevoll mit dir, aber auch mit anderen Menschen, die du wirklich wertschätzt. Sei mitfühlend und lebe wirklich Liebe, weil das wird dich weiterbringen. Und Selbstliebe zu leben heißt aber auch, wenn du merkst, dass es Menschen in deinem Umfeld gibt, wo du das einfach nicht zurückbekommst, was du aber da gibst, dass es auch darum geht, wegzugehen. Dass es halt darum geht, dann auch wirklich der Nah zu sein und zu sagen, nein, das ist nichts mehr für mich. Diese Art von Verbindung oder diese Art von Job oder diese Art zu denken ist nicht mehr meins. Ich möchte einen Neuanfang, weil ich möchte das Quadrat, die Herausforderung, den Berg, ich möchte den meistern und ich möchte hier nicht drin stecken bleiben. Und bitte, das weißt du auch, es gibt Menschen, die ihr Leben lang im Quadrat stecken bleiben, die ein Leben lang den Berg nicht beklimmen, die ein Leben lang nur damit ihre Zeit, ich will jetzt nicht sagen verschwenden, weil es ist auch ihr Lebensweg, es ist ihre Erfahrung, deshalb ohne Verurteilung, aber die sich entschieden haben, einfach ihr Leben lang nur den Berg hochzugehen und niemals anzukommen an der Spitze. Und da, das ist nicht für dich. Für dich ist diesen Berg zu erklimmen und einen Neuanfang zu haben. Und deshalb bleib nicht drin stecken in dem Mindset von anderen oder in deren Lebensweg, weil du hast deinen eigenen. Schauen wir weiter. Wow, du hast hier den Wasserfall mit der inneren Stärke, der inneren Macht
Und dass es darum geht, deinen Platz einzunehmen und auch zu wissen, dass du den verdient hast. Und das ist das Ding, in die eigene Macht zu kommen. Vielleicht siehst du auch einen Wasserfall, vielleicht wirst du auch in den nächsten 2 Monaten zu einem Wasserfall reisen. Das kann natürlich auch sein. Aber hier geht es darum, in diese fließende Energie zu kommen. Ein Wasserfall hält nichts auf. Ein Wasserfall fließt einfach, der hört nicht auf zu fließen, nur weil irgendein Quadrat kommt oder irgendeine Herausforderung oder sich irgendein Stein irgendwo noch in den Weg stellt. Er fließt weiter. Und es geht darum, dir diese Macht, dir dieser Macht bewusst zu sein, weil du wirst hier was überwinden. Und wie ein Wasserfall, die Blockaden oder die Steine, die dir andere vielleicht angeblich in den Weg stellen. Wir wissen ja selber, dein Innenleben ist dein Außenleben. Blockaden, die dir von außen angeblich reingeschmissen werden, da hast du selber ein Thema. Deshalb haben sie sich manifestiert. Und es geht darum, da in deine Macht zu kommen und in dein Selbstbewusstsein zu sagen, ich räume jeden Stein weg, ich räume jeden Fels weg, ich werde am Berg oben ankommen, weil ich mir das wert bin und weil ich was Neues möchte. Ich möchte, dass es mir besser geht, ich möchte, dass diese Situation gemeistert wird, weil ich möchte ein Meister, eine Meisterin sein und niemand, der stecken bleibt, der einfach stecken bleibt und in einem Dauer-Karma-Kreislauf die gleichen Lernaufgaben immer und immer wieder macht. Nein, du steigst da aus. Wow, schauen wir weiter. Ja, und was passiert dann? Der Atem der Fülle erreicht dich dann und du bist auf einem anderen Level, wo Fülle reinkommen kann. So, und Fülle ist in jeder Hinsicht was anderes. Fülle kann sein in Form von Liebe in Form von neuen Menschen, Freundschaft, Romantik. Es kann Geld sein, es kann mehr Zeit sein, es kann das Gefühl von Frieden sein, es kann mehr Harmonie in deinem Leben sein. Es kann sein, dass du deinen Traumjob auslebst, dass du ein tolles Projekt hast, dass du in ein neues Umfeld, Arbeitsumfeld gehst und da einfach glücklicher bist. Es kann sein, dass du ein neues Zuhause findest. Es kann sein, dass du eine wundervolle Reise machst, so ein Wasserfall. Und das ist für dich eine einzige Erfahrung von Fülle und Glück. Da wartet etwas auf dich, verbunden mit einem Neuanfang. Und für manche von euch hat das auch wirklich was mit einer Reise zu tun und mit einem neuen Zuhause. Nicht für jeden. Das kommt rein, das möchte reinkommen. Aber das kommt nur rein und dass das hier auch drunter liegt, auch wieder witzig. Das kommt, wenn du deinen Neuanfang machst, wenn du an dich glaubst, wenn du voller Selbstvertrauen der Wasserfall bist, deine Macht zurückholst und diesen Berg erklommen hast. Schauen wir noch in deine letzte Karte. Ja, weil hier ist ganz viel Enttäuschung. Hier ist wirklich das Thema, das ist die Challenge, frühere Misserfolge, frühere Verletzungen und dass du wirklich das loslässt, dass du sagst, das ist meine Vergangenheit, aber nicht mehr meine Zukunft. Das ist der Schlüsselsatz für dich. Es wird so nicht mehr passieren wie in der Vergangenheit, weil ich habe mich verändert und ich entscheide mich für Fülle und nicht mehr für Enttäuschung, Misserfolg und für Lieblosigkeit. Wow, lieber Stapel 2, ich freue mich über dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Schick dir ganz viel Love and Sunlight. Bis zum nächsten Mal. Lieber Stapel 3, herzlich willkommen bei deinem Pick-a-Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Leben in 2 Monaten. Wir schauen, was alles passiert. Steigen wir direkt ein. Wow, du hast die Abenteurerin oder den Abenteurer mit dem Leopard. Vielleicht liebst du Leoparden, vielleicht ist es dein Krafttier, vielleicht liebst du generell Wildkatzen. Mit dem Abenteuer kommt bei mir natürlich viel rein. Okay, vielleicht gehst du auf eine Reise in 2 Monaten. Vielleicht bist du das schon am Planen. Vielleicht hast du, es muss jetzt natürlich auch nicht eine Reise für jeden sein. Es kann aber auch sein, dass du gerade das Gefühl hast, ich möchte mein Leben verändern, ich möchte was beruflich verändern oder ich möchte meinen Wohnort verändern oder innerhalb des Wohnortes umziehen oder ich habe das Gefühl, ja, dass ich
eine neue Erfahrung machen möchte, vielleicht auch in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht möchtest du was Neues lernen, vielleicht möchtest du eine neue Ausbildung beginnen, eine Weiterbildung, Seminar machen, vielleicht dir neues Wissen aneignen, also weil der Abenteurer oder die Abenteurerin, das muss ja nicht nur Reisen im physischen Sinne sein, sondern auch innerliche Reisen wirklich, dass man sich durch Bücher und durch Texte und durch Videos einfach am Reisen ist, dass du dich vielleicht aber auch mit fremden Kulturen, mit Mythologie, mit Geschichte auseinandersetzt. Weiß auch nicht, ich bekomme hier in allen Stapeln, habe ich hier irgendwie so einen Schamanismus-Vibe. Ich weiß auch nicht, warum Schamanismus irgendwie auch gerade so ein krasses Thema ist, aber auch das vielleicht, dass das ein Thema ist, was dich interessiert in Zukunft oder was du schon gemacht hast und womit du vielleicht schon arbeitest oder vielleicht willst du dich damit selbstständig machen. Das bekomme ich auch rein. Vielleicht möchten auch manche von euch sich selbstständig machen oder sich beruflich verändern, innerhalb einer Selbstständigkeit oder eben von einem Angestelltenverhältnis in eine Selbstständigkeit gehen oder dass du halt auch angestellt bist und ein anderes Verhältnis, also einen anderen Arbeitgeber am Suchen bist, da wirklich ein neues Abenteuer haben möchtest. Was ich aber reinbekomme, ist so verbunden, egal ob es jetzt privat oder beruflich ist, was du für eine Veränderung möchtest. Es ist so dieses von, ich möchte frei sein. Ich möchte freier sein als in der Vergangenheit und ich möchte was Neues erleben. Das ist so dein Antrieb dahinter, was ich so reinbekomme. Schauen wir weiter. Wow, du hast den Portaltag und das sagt mir, dass du in 2 Monaten auf einem anderen Energielevel bist. In den nächsten 2 Monaten wirst du durch ein Portal treten, also jetzt ganz unabhängig, ob ein Portaltag ist oder nicht, wir haben jeden Monat haben wir verschiedene Portaltage, aber es geht darum für dich, dass das symbolisch dafür steht, dass sich für dich eine neue Tür öffnet. Du gehst durch eine neue Tür. Und um durch diese neue Tür zu gehen, das ist für mich jetzt einerseits ja ein bisschen metaphorisch gesehen, weil du energetisch auf ein neues Level gehst und in eine neue Timeline, aber das natürlich auch hier in deinem Leben einen Neuanfang zeigen wird. Das heißt, du machst eine neue Tür auf und für manche ist es eine neue Tür zu einem neuen Job. Für andere ist es eine neue Tür zu einem neuen Zuhause. Für andere ist es eine neue Tür in eine neue Beziehung, in eine neue Freundschaft, in ein neues Projekt. Für andere, wow, ich habe gerade auch gehört, Thema Mutterschaft, ein Kind zu bekommen, durch das Tor zu gehen, Mutter zu werden, Vater zu werden. Wow, auch das für die einen oder anderen. Für andere vielleicht auch eine Hochzeit, sich da wirklich nochmal anders zu committen und ja, ich habe gerade Traualtar gehört, durch dieses Tor zu gehen. Für andere das Tor der Selbstverwirklichung, dass du dich selber nochmal anders erfährst in deiner Persönlichkeit, ein Tor zu einem anderen Bewusstsein. Wow, wir schauen weiter. Du hast hier den Mond. Ja, und jetzt haben wir es hier nochmal. Also für manche ist es wirklich auch das Thema Mutterschaft. Jetzt ja, in Bezug auf natürlich ein Kind zu bekommen. Für andere, wo das jetzt gar nicht das Thema ist, ist das in die eigene urweibliche Kraft zu kommen. In noch mehr in die Heilung zu gehen, deiner Divine Feminine, also deiner weiblichen Seite. Und da deshalb ein neues Projekt zu gebären, eine lukrativere Zukunft deiner Selbstständigkeit zum Beispiel oder in deinem Angestelltenverhältnis, dass du auch da was ein Level Up, eine Beförderung bekommst, dass du auch da das Gefühl hast, nein, ich habe noch größere Ziele, ich möchte auf eine andere Ebene, ich möchte eine höhere Position. Vielleicht bist du auch schon dabei gerade, dir das aufzubauen oder in 2 Monaten bekomme ich für manche rein, gibt es diese Chance für dich. Da zeigt sich dann eine berufliche neue Chance oder es zeigt sich auch, weil gerade mit der Mondenergie eine neue Chance für ein neues Zuhause, weil das 4. Haus im,
im Horoskop wird auch dem Mond zugeordnet und der Mutter und dem Zuhause. Bedeutet, es kann ja auch ein Mutterthema liegen, was aufgelöst werden möchte, was nochmal in eine neue Ebene von Heilung gehen möchte, wenn du eine schwierige Verbindung zu deiner Mutter hast, weil das eine innere Verletzung deiner Urweiblichkeit zeigt. Es ist ja auch ein Ahnenthema, was ich hier sehe, was aufgelöst werden möchte innerhalb der nächsten 2 Monate. Und du sollst durch dieses Portal gehen und da ganz viel Heilung in deine Ahnenreihe mütterlicherseits reinschicken, indem du deine Weiblichkeit, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist, mehr lebst, geheilt mehr lebst, in deine Power zu kommen. Und das kann sein, dass aber von dir, dass du eine innere Stimme hast, eine innere Stimme, die dir sagt, aber deshalb muss ich eine andere Entscheidung treffen und es anders machen als in der Vergangenheit. Und ich muss es anders machen als die Menschen in meiner Ahnenlinie. Das kann ein großes Thema sein, deshalb auch ein großes Thema mit zu Hause, mit der eigenen Familie auch aufzuräumen, da auch nochmal hinzuschauen, sind die Beziehungen zu meiner Familie oder zu meinem Ursprungszuhause, also wo ich groß geworden bin, meine Kindheit, also es kann ja auch nochmal hochkommen, Kindheitsthemen. Habe ich da alles mir richtig angeschaut? Will da nochmal jetzt gerade was hochkommen, in die Heilung gehen? Wie möchte ich in Zukunft damit umgehen, mit dem Thema meiner Mutter, jetzt egal, ob sie noch lebt oder auch nicht? Kommt da nochmal was mit einer Großmutter hoch oder einer Urgroßmutter? Oder kommt da generell was nochmal in der Familie? Es muss jetzt auch gar nicht nur die Frauen in der Familie sein, obwohl ich das mehr sehe, dass weibliche Figuren in der Familie hier einen größeren Einfluss haben. Es kann aber auch sein, dass das ein Mann in deiner Familie ist, der sehr viel weibliche Energie in sich trägt und dass da was in die Heilung gehen möchte. Und deshalb das Thema Zuhause und Mutter, Verhältnis zur eigenen Mutter oder auch das eigene Muttersein, weil es vielleicht auch gerade einfach was ist für manche von euch, wo ihr mit dem Gedanken spielt, auch in Zukunft vielleicht Mutter zu werden oder es gerade am Versuchen seid oder du auch gerade vielleicht schwanger bist, da wirklich nochmal hinzuschauen, wie ist die Beziehung mit deiner eigenen Mutter, wie sieht es mit deiner eigenen Weiblichkeit aus, weil hier will Heilung passieren, damit du dieses Familienkarma, diese Ahnenenergie nicht einfach weiter trägst, wie deine Familie vorher. Wow, schauen wir weiter. Du hast ja das 6. Haus mit der Gesundheit und dem Alltagsleben und auch hier eine Basis zu schaffen. Ist jetzt interessant, weil jetzt auch noch der Job reinkommt. Das 6. Haus ist der Alltag, aber auch der Job. Und dass du eben hier auch nochmal in die Betrachtung gehen darfst. Was tue ich alltäglich? Wie sieht mein Leben Tag für Tag aus zu Hause? Jobmäßig? Was habe ich für Routinen? Das 6. Haus ist auch ganz groß, das Haus der Routinen. Wie kümmere ich mich um meine Gesundheit? Und da wirklich nochmal für dich zu sehen, ist hier etwas, was ich loslassen darf und was ich anders machen möchte, mit nämlich diesem Abenteurer, weil das ist immer ein Neuanfang, Dinge anders zu machen, auch die eigenen Verhaltensweisen, die eigenen Routinen, das eigene kann ich meinen Alltag anders umgestalten, so dass er harmonischer, liebevoller ist, stressfreier ist, bekomme ich hier auch rein. So, dass ich mich gesund und fit fühle, so dass ich mich jeden Tag auf mein Leben freue und meinen Alltag liebe. Das ist hier ein ganz großes Thema. Und da halt wirklich auch reinzugehen, was sind denn die Faktoren in meinem Alltag, in jeden Tag, die ich nicht mag, die mich stressen, die mich unglücklich machen. Was ist das? Weil hier will was verändert werden zum Positiven, so dass du deine Weiblichkeit gesünder leben kannst. Und wenn es halt der Anruf wenn es der Anruf deiner Mutter ist, die dich einfach absolut stresst, ja, dann frag dich wieso, dann geh da rein und schau dir an, wie kannst du das verändern? Weil hier geht es darum, diesen Stress beiseite zu schieben. Also wirklich da was in die Heilung zu schicken, hinzugucken, tiefer zu schauen. Wow, schauen wir weiter.
Ja, und hier hast du jetzt noch einmal wie der Abenteurer, die Abenteurerin. Bei dir geht es darum, in das Unbewusste reinzuspringen, in die Unterwelt, in die Tiefe, Mut zu haben und deine Ängste dir anzuschauen. Und das ist hier ganz viel ein Mutterthema. Wow, dass das nochmal so hochkommt. Das will angeschaut werden, das Thema zu Hause, wo du dich zu Hause fühlst, mit wem du dich wohlfühlst. Und hier auch wirklich in die Unterwelt zu gehen. Also es kann auch sein, dass manche von euch in eurem Geburtshoroskop den Pluto im vierten Haus haben. Es wäre die Konstellation, die diese Karte am besten beschreibt. Es kann auch sein, dass dein Pluto gerade durch das vierte Haus läuft, genauso wie Saturn. Es kann sein, dass du auch einen Saturn im vierten Haus hast oder dass der Saturn gerade durchs vierte Haus läuft. Und dass das jetzt einfach Thema ist, sich anzuschauen, das Zuhause-Thema. Wo fühlst du dich zu Hause? Mit wem fühlst du dich zu Hause? Was ist in deinem Zuhause, in deiner Kindheit schiefgelaufen? Was ist gut gelaufen? Was davon wurde nicht verarbeitet? Was davon hast du verarbeitet? Was ist im Frieden? Was ist in der Heilung? Was nicht? Was gibt es für ein Thema mit deinen weiblichen also Mutterfiguren vielleicht? Auch es muss ja auch gar nicht immer die eigene Mutter sein. Es kann eine Tante sein, eine Oma sein, wer auch immer, eine Ersatzmutter, die diese Rolle für dich eingenommen hat. Aber da wirklich halt hinzuschauen, was liegt da, was mich triggert, was nicht in der Heilung ist. Wow. Schauen wir weiter. Du hast die Meerjungfrau mit der Klarheit. Klarheit ist mein Kompass. Ich weiß, wo es lang geht. Und das ist das, was in 2 Monaten passieren wird. In 2 Monaten wirst du eine Klarheit haben und du weißt, wo es hingeht. Du weißt, was du machst, vielleicht mit deiner Mutter-Thematik, also vielleicht auch wirklich mit deiner Mutter. Du weißt, mehr, was dein Zuhause wirklich ist oder wie du in deinem Zuhause noch liebevoller und harmonischer lebst. Das heißt ja jetzt nicht für jeden, dass du dein Zuhause wechseln musst und umziehst. Das wird es für manche von euch hier bedeuten, auf jeden Fall. Für andere von euch sehe ich ja auch, dass hier in 2 Monaten wirst du wissen, wo dein nächstes Zuhause ist. Also vielleicht wirst du ein neues Zuhause finden, in 2 Monaten schon. Oder es ist bei manchen sogar, dass ihr in 2 Monaten schon umzieht. Das ist auch für den einen oder anderen das. Für andere ist aber in 2 Monaten weißt du, wohin du gehst, weil du es dann findest oder weil du dann für dich auch entschieden hast, wonach du eigentlich wirklich überhaupt suchst. Und dann kann es dich auch finden, wenn du überhaupt weißt, wonach du suchst. Und du wirst dich besser fühlen. Das ist auch was, was in 2 Monaten passiert. Du wirst ich glaube, eine neue Alltagsroutine entwickelt haben. Eine neue Art, wie du mit deiner Gesundheit umgehst und eine neue Art, wie du deine Weiblichkeit lebst. Und es kann für manche natürlich auch groß sein, dass das was mit einem beruflichen Wechsel zu tun hat, der dann besser zu eurem Alltag passt. Aber um dahin zu kommen, geht es nur wieder durch die Unterwelt und durch die Ängste, dass du Ängste wieder mit Liebe füllst. Wow, wir schauen noch in deine letzte Karte. Wow. Und hier haben wir es nochmal. No place like home. Das ist ein Riesenthema für dich, sich zu Hause zu fühlen. Und für viele von euch, ja, hat das auch was damit zu tun, die diesen Stapel gewählt haben. Viele von euch haben dieses Gefühl, weil wir haben ja auch die Meerjungfrau, ein Mintaka, haben wir jetzt auch oft gehabt in den letzten Readings, ein Mintaka-Star hier zu sein und dieses Gefühl zu haben, ich bin hier nicht zu Hause auf dieser Erde, ich habe eine Sehnsucht nach einem Zuhause, was nicht gestillt werden kann. Und das ist ja bei den Mintakas so, der Planet, woher sie kommen, ist ein Wasserplanet, der existiert nicht mehr, sie können nicht mehr zu ihrem ureigenen Nachhause. Deshalb haben die eine Sehnsucht und es gibt ein Gefühl in denen, dass sie sich auf dieser Erde nicht ganz zu Hause fühlen. Aber auch das möchte in die Heilung gehen, weil auch das möchte ich, dass wir das ins Kollektiv ja auch anders reinschicken, weil du bist ein Mintaka-Starseed. Ja, wenn du dich als dessen identifizierst, ja, aber du bist nicht nur ein Mintaka-Starseed. Unsere Seelen sind so uralt und wir sind schon überall
inkarniert. Und wenn du dich mit Starseeds zum Beispiel auch beschäftigst, ich habe das lange Zeit getan, und da Texte liest, du wirst dich auch nicht nur in einer Gruppe von Starseeds mit identifizieren. Ich habe mehrere Gruppen. Ja, ich fühle, dass ich ein Mintaka bin, auf jeden Fall. Und ich komme auch von diesem Planeten. Aber ich habe auch ganz krasse Bezüge zu Sirius B. Ich habe auch zu anderen Starseeds, also es sprengt jetzt den Rahmen, es gibt so viele Starseeds, da habe ich auch Bezüge und ich weiß, dass ich auch dort herkomme, dass ich auch da inkarniert bin. Ich weiß, dass ich schon ganz oft auf dieser Erde inkarniert bin und dass ich, wer weiß Gott, wo er wahrscheinlich auf Planeten noch inkarniert war, von denen ich noch nichts weiß. So, und da möchte ich auch dieses Bewusstsein mal schüren, dass du da nämlich auch nicht weiter und weiter es immer füttern sollst oder sagen sollst, ja, weil ich jetzt ein Mintaka-Starseed bin, habe ich halt eine Sehnsucht nach Zuhause und ich werde die niemals erfüllen können. Es wird immer ein furchtbares Gefühl in mir sein, nein, weil dann sind wir wieder ein Opfer, sondern du bist ja alles, du bist das Universum, das heißt, das Universum ist dein Zuhause. So, und ja, natürlich erinnern wir uns an andere Planeten und ja, auch da haben wir dann das Gefühl, weil vielleicht hast du da auch mehrfach inkarniert, ja, und hast einen krassen Bezug zu diesem Wasserplaneten. Natürlich, ich fühle das auch, deshalb fühle ich mich so krass zum Meer hingezogen und alles. Ich verstehe das alles, ich fühle das auch alles, aber ich möchte da drin nicht verhaftet bleiben, weil auch auf dieser Erde können wir uns tolle Zuhause erschaffen, wo wir uns auch zu Hause fühlen. Und der Schlüssel ist ja, das ist ja das absolute Endziel, sich in sich selber so zu Hause zu fühlen und im ganzen Universum, weil du dich so verbunden fühlst, dass es völlig egal ist, wo du hier auf dieser Erde oder wo du auch immer auf welchem Planeten oder als Spirit irgendwo nicht inkarniert durchs Universum schwebst, was auch immer du tust. Es geht darum, dass wir uns bei uns zu Hause fühlen und connected fühlen. Und das ist hier ein Riesending, wohin deine Seele aber in 2 Monaten dich mehr hinführen möchte auf ein neues Level, dass du dich überall zu Hause fühlst und vor allen Dingen in dir selbst, bei dir angekommen fühlst. Und für viele von euch, ja, ihr erschafft euch auch wieder ein neues Zuhause oder gestaltet euer Zuhause so um, dass ihr euch noch wohler fühlt. Wow, lieber Stapel 3, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich über dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Schick dir ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal.